Wie du richtig brainstormst und was die Schule vergessen hat, dir beizubringen. Heute ein kurzes Video nur zu dem Thema Brainstorming. Warum? Wir saßen letztens in der Runde und haben versucht, mit 4, 5 Leuten zum Thema, was muss in dem YouTube-Video speziell enthalten sein, um es sich anzuschauen. Ja? Wie gesagt, wir waren 4, 5 Leute und ich habe gesagt, hey, lass doch in 10 Minuten wirklich so schnell wie es geht 100 Ideen finden. Und das haben wir dann versucht und wir sind leider wirklich gescheitert. Das war sehr erstaunlich. Wir haben in fünf Minuten haben wir nicht mal 20 Ideen gefunden. Nicht mal 20, das ist nichts. Okay? Und wir waren 5 Leute. Und es lag einfach nur daran, dass wir vergessen hatten, wie Brainstorming überhaupt funktioniert. Ja? Eine kurze Erklärung. Der Lösungsansatz, den ich sonst immer genutzt habe oder wir sonst immer genutzt haben, war, wenn du eine Lösung finden willst oder Ideen finden willst, dann lässt du dich inspirieren von woanders, schaust dir andere Sachen an, die relevant sind, fragst deine Freunde, fragst deine Familie, googelst es, etc. etc. Ja? So, das heißt aber, du nutzt immer nur eine neurale Bahn, die du konditioniert hast, ja? Und nicht dein ganzes Gehirn, alle deine neuralen Verbindungen, die da wirklich existieren. Das musst du wieder lernen. Und wie lernst du das? Was zum Beispiel die Schule versäumt hat, muss ich sagen, ist, früher war das so in der Schule, wenn ein Topic an der Tafel stand und du hast irgendwelche Ideen vorgebracht, die relevant waren, aber es war vielleicht nicht unbedingt die Lösung, dann wurdest du abgetan als ja Schwachsinn, was du da redest, du wurdest ausgelacht von den Schülern etc. etc. Ja? Und diese Negativität hindert dich daran, zu brainstormen. Du hast einfach Angst, irgendwas Falsches zu sagen, was vollkommen falsch ist, meiner Meinung nach. Sowas darf nicht sein. Und es gibt eine ganz coole Technik in den States, die wird Comedians beigebracht, die heißt Rapid Negative Feedback. Und zwar sieht es so aus, Schüler sollen jeden Tag in der Klasse, vor der ganzen Klasse, für 10 Sekunden etwas vortragen und unmittelbar danach wird ihm quasi gesagt, was falsch und was richtig war. Danach macht er das wieder für 10 Sekunden und dann wird ihm aber nur gesagt, was falsch war. Und nach einigen Jahren, nicht mal, also schon früher, merkst du, wie das Gefühl oder diese Assoziation, diese negative Assoziation mit Sachen vorzutragen oder vor der Klasse zu sprechen oder vielleicht was Falsches sagen zu können, verloren geht. Ja? Und das, dein Gehirn in dem Moment fängt es an, 100% zu nutzen, weil es nicht behindert wird von dieser Angst, von dieser negativen Einstellung, die du schon hast vorab. Ich kann euch ja mal ein kurzes Beispiel machen, beziehungsweise geben, zu dem Thema YouTube-Video. Warum sollte ich es mir anschauen? Los geht's. Es ist Edward Snowden drin. Es geht um Drohnen. Leute, Freunde von mir haben es schon geliked. Das Thumbnail, das Vorschaubild ist interessant. Der Titel ist kurios. Die Description ist kurios. Es handelt sich um etwas, das relevant zu meinem Business ist. Etc. etc. Also ihr merkt schon, es ist wirklich nicht so leicht und ihr müsst versuchen, das zu konditionieren, denn Brainstormen, also seine Antwort zu erbrainstormen, da kommen wirklich gute Ideen bei raus. Also ihr werdet sehen, von 100 Sachen, die ihr da raushaut, wird eine dabei sein, die wirklich Killer ist. Ja? Und ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen wirklich dazu motivieren, egal in was für eine Branche ihr seid, versucht zu brainstormen, setzt euch zusammen mit euren Leuten und macht auch diese Technik, wendet diese Technik an, Rapidly Negative Feedback, es hilft wirklich, also wenn ihr euch wirklich da mit Ernsthaftigkeit ransetzt, dann wird euch das helfen, wirklich zu brainstormen. Ihr könnt das jetzt gleich sofort mal machen, Test, nehmt euch mal ein Topic und versucht in 5 Minuten mindestens 30 Ideen zu finden, die wirklich relevant sind. Kein Bullshit, also nicht Topic Auto und ihr redet über Kühe, sondern wirklich relevante Sachen, die eventuell wo eine coole Idee rausspringen könnte. Ja? Also, denkt dran, Brainstorming is everything. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Jetzt noch eine Ansage an euch, kommentiert doch einfach mal, brainstormt doch einfach mal und schreibt es unter die Kommentare. Ich würde mich wirklich freuen, egal was es ist, ob es negativ oder positiv ist. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.